Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Split-Level-Tutorium. Ein Split-Level oder auch Halb-Level ist einfach eine, man könnte sagen, Empore oder eine Absenkung innerhalb von einem Raum in den Sims 4. Und im Gegensatz zu den Sims 3 ist das in Sims 4 ziemlich leicht zu erstellen. Andererseits ist man aber auch ziemlich eingeschränkt in dem, was dabei überhaupt möglich ist. Und der Teil, der dabei möglich ist, den würde ich euch jetzt gerne kurz vorstellen, um ein Split-Level zu erstellen. Wir sind hier gerade in einem Haus, an dem ich im Moment am Arbeiten bin. Braucht ihr ein Haus mit Fundament? Also wir können das Fundament hier einstellen und das Split-Level, das ihr haben werdet, wird auch der Höhe des Fundamentes entsprechen. Das heißt, in dem Fundament wählt ihr schon die Höhe, die diese Stufe, die ihr dann im Zimmer habt, haben soll. Um ein Split-Level zu erstellen, wählt ihr entweder das Raum-Tool, also das Wand-Tool, oder ein Zaun-Tool, das geht auch, und grenzt den Teil ab, der abgesenkt werden soll. Mit dem Vorschlaghammer könnt ihr dann hier den Boden entfernen. Wir sehen hier schon, es entsteht ein Unterschied in der Höhe im Raum. Da können wir, da können wir dann auch mit Bodenbelag das wieder auffüllen, sodass es dann halt da keinen Unterschied gibt. Und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr hier die Wand, die ihr zum Abtrennen gezogen habt, auch wieder löschen. Manchmal löscht sich dabei, wenn ihr den Boden löscht, auch oben drüber die Decke. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wann das Spiel das macht und wann nicht. Manchmal macht es das, manchmal macht es das nicht. Jedenfalls, jetzt habt ihr hier so einen Höhenunterschied im Raum. Wichtig dabei ist, egal wie gering dieser Höhenunterschied ist, die Sims brauchen immer eine Treppe, um rauf und runter gehen zu können. Also selbst wenn das Fundament nicht höher sein sollte als eine Treppenstufe von einer regulären Sims-Treppe, brauchen die Sims trotzdem die Treppe, um hoch und runter gehen zu können. Genau. Und das muss man sich halt auch klar machen, dass wenn ihr ein Split-Level habt, ihr dann auch immer eine Treppe habt, die den Platz wegnimmt. So, das Split-Level ist jetzt so für die Sims vollständig benutzbar. Also sie können hier unten hin, sie können hier oben hin. Ihr könnt hier unten Möbel platzieren, das funktioniert alles wunderbar. Was ihr nicht könnt, ist die Fenster hier unten in den Bereich reinziehen. Das ging nur in den Sims 3 und da auch teilweise nur mit ein paar Tricks. Das geht hier nun gar nicht. Was auch überhaupt gar nicht möglich ist, ist eine Tür so an ein Split-Level zu platzieren. Die ist dann nicht frei benutzbar. Also man braucht, wenn ihr eine Tür platziert, Fundament auf beiden Seiten der Tür, damit es frei benutzbar ist. Split-Level haben den Vorteil, dass sie auch große Räume, die offen gestaltet sind, so ein bisschen in verschiedene Bereiche einteilen und es auch dynamischer und interessanter machen. Außerdem hat man auch von der Möblierung her andere Möglichkeiten. Also jetzt haben wir hier ohnehin die höchste Wandhöhe, aber hätte ich jetzt eine niedrigere Wandhöhe gewählt und wollte ich eine von den sehr großen Lampen platzieren, die sonst schon halb im Esstisch drin hängen, wäre das zum Beispiel durch ein Split-Level eher möglich. Ein Nachteil in den Sims 4 ist eben, dass ein Split-Level nur im Erdgeschoss möglich ist, also nur in der Etage, die über dem Fundament ist. Wenn wir jetzt hier oben ein Split-Level machen wollten, wäre das leider nicht möglich. In den Sims 3 wäre das durch ein paar Tricks gegangen, hier geht es nicht mehr. Und dafür braucht man aber keine Baucheats mehr, um ein Split-Level zu erstellen. Und ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und ihr wisst jetzt, wie man ein Split-Level oder eine Halbetage oder ein Maisonette-Level, wie auch immer man das nennen möchte, erstellen könnt. Wenn ihr andere Fragen habt oder Wünsche habt für Tutorials, dann lasst mich das gerne wissen. Sollten das Tutorials zu Dingen sein, die ich selbst kann, möchte ich euch da gerne weiterhelfen. Aber auch da, man lernt nie aus. Es passiert mir immer wieder, dass es auch Dinge in den Sims gibt, wo ich nicht wirklich selbst weiß, wie das geht. Von daher, von den Sachen, die ich selber kann, da helfe ich gerne weiter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!